Smile wird dazu beitragen, dass wir energieeffizienter, energiebewusster unterwegs sind. Bus und Bahn, Elektroauto, Leihfahrrad. Die Auswahl an öffentlichen Verkehrsmitteln wächst stetig. Doch so viel Angebot kann auch überfordern. Damit den Wienern das Lächeln nicht vergeht, haben die Wiener Stadtwerke und die Österreichische Bundesbahn ein Forschungsprojekt durchgeführt. Die App Smile zeigte 1000 Testpersonen verschiedene Möglichkeiten auf, schnell und umweltfreundlich an ihr Ziel zu kommen und dadurch auf ihr Auto zu verzichten. Für die öffentlichen Verkehrsmittel heißt das Synergie statt Konkurrenz. Die Konkurrenz in der Stadt, die wir sehen, ist das Fahrzeug, das irgendwo herumsteht, aber eigentlich nicht genutzt wird. Das Forschungsprojekt Smile hat gezeigt, dass Angebote wie Smile das Potenzial haben, das Bild der Mobilität und das Bild einer Stadt nachhaltig in Zukunft zu verändern. Wichtig bei Angeboten wie Smile ist deren stetige Erweiterbarkeit. Alles, was wir heute an Mobilitätsdienstleistungen und Mobilitätsangebot kennen, ist morgen vielleicht schon etwas anderes. Und auch diese neuen Mobilitätsformen werden wir sukzessive in dieser Plattform einbinden. Das Forschungsprojekt Smile ist abgeschlossen. Doch seine Idee lebt weiter. In den Nachfolger Beam Better sind alle mit Smile gesammelten Erfahrungen eingeflossen. Das ist das Ergebnis, das wir aus Smile rausgezogen haben. Wir dürfen nicht alleine innovieren, sondern wir innovieren mit der Gemeinschaft, die das noch benutzt. Und das können wir jetzt mit Beam Better in der Stadt, in Wien, weiterführen.